2, 1, los! Und zwar, was will ich eigentlich erzählen? Ich wurde gerade so angekündigt, der Butze, ich komme von der Humus Hut, das ist neben dem Coffeeshop da drüben. Wir haben da ein Spielfeld aufgebaut, das Spielfeld nennen wir Teilen statt Tauschen. Ja, sind hier irgendwelche Menschen, die die Spielregeln kennen oder Leute, die die Spielregeln noch nicht kennen? Ich erkläre es nur kurz, es kommt dann auch zu dem musikalischen Beitrag gleich, aber also... Tauschen basiert quasi auf diesem, ich helfe dir nur dann, wenn auch du mir hilfst. Das ist eine gewisse Linearität, die wir aufbauen in unserem Leben. Tatsächlich, wenn wir mal in das Leben reingucken, sehen wir, dass es komplex ist. Und diese Komplexität, das ist eben ein Phänomen des Teilens. Und wir machen auf Wunsch von Lauritz einen kurzen Workshop, bevor ich das Lied singe. Ja. Seid ihr bereit? Geht ganz kurz. Einatmen. Ausatmen. Das ist Luft, ein komplexes Phänomen, kein Mensch weiß genau, nehmen wir Luft, geben wir Luft. Wie hängen eigentlich die Bäume damit zusammen? Ja, hat irgendwer von euch so einen Vertrag gemacht mit einem Baum, ja, dass er wirklich auch seine Luft liefern wird? Ich nicht. So, und um diese Phänomenologie ein bisschen darzustellen, haben wir das Spielfeld aufgebaut und ist Foodsharing, Repair-Café, ein Umsonstladen, ein Schnitzi, das Repair-Café, die Flake. Kommt da mal vorbei. Am einfachsten singe ich euch jetzt ein Lied darüber, das erklärt es. Ich werde eine Strophe singen und sie dann nochmal wiederholen. Folgendermaßen. Teilen ist super, klasse, der Knaller. Teilen verändert die Welt. Wenn alle mitgestalten, dann brauchen wir überhaupt kein Geld. Teilen ist super, klasse, der Knaller. Teilen verändert die Welt. Wenn alle mitgestalten, dann brauchen wir überhaupt kein Geld. Ist klar. Also, ja, Freunde, das war der Beitrag. Flake ist im Prinzip ganz simpel. Es sind in etwa 12 schwarze Bretter, auf die du Sachen schreiben kannst, wie zum Beispiel deine Fähigkeiten, wenn du welche suchst, also was lernen möchtest, oder wenn du welche anbieten möchtest. Ich kann was und habe Lust, das jemandem anzubieten. Ich kann Akkorde spielen und wer überhaupt keine Erfahrung mit Gitarre hat, kann sich an mich wenden und ich bringe ihm oder ihr das schnell bei. Mitfahrgelegenheiten können darüber organisiert werden oder Veranstaltungen, Termine können geteilt werden. Mitbewohner können gesucht werden. Es ist eine große Vernetzung und Austauschplattform. Alles auf der Basis der Tauschlogikfreiheit und dem angegliederten Free Shop. Das ist ein Umsonstladen, wo Leute ihre Klamotten, ihre CDs, Dinge eben hinbringen können, die von dort aus weiterverteilt werden können. Auch eben ohne das Tauschen. Es gibt Tauschläden, wo man dann was hinbringen muss, um sich was mitzunehmen. Aber dort funktioniert es eben so, dass du einfach was mitnehmen kannst. Also was wir hier haben, ist ein Orga-Board mit den einzelnen Bereichen. Foodsharing, Flake, Workshop, Repair-Café, Lernfahrt und Backstage-Camp. Und jeder von uns hat eine Klammer mit seinem und ihrem Namen. Und dann kann sich die Person morgens an einen Aufgabenbereich innerhalb dieses Boards heften. Zum Beispiel beim Workshop Betreuung, Begleitung und Action. Oder die Werbung fürs Workshop, Ambient und Sauberkeit. Oder für den Regen, im Ernstfall. Hier drüben haben wir ein sogenanntes To-Do-Doing-Done-Board. Und bei den To-Dos können Ideen aufgeschrieben werden, die man selber hat für den einzelnen Bereich, aber sie gar nicht umsetzen braucht. Aber sie sind hier transparent gemacht und wenn jemand nach der Morgenrunde Lust hat, diese Aufgabe zu übernehmen, hängt man das hier an das Doing Board, wie zum Beispiel Sternenhimmel, für die Flake bauen. Und sobald das erledigt ist, rückt es in das Done Board, wo wir sehen können, welche Aufgaben wir schon erledigt haben, um die Gebühren zu feiern.
auf dem Festival sind viele am Tanzen und ansonsten am Rumsitzen und Musik hören. Und um ein bisschen noch ins Tun zu kommen, haben wir einen Handwerksbereich in der Humus Hut. Und die besteht einmal aus einem Repair-Café, weil wir entdeckt haben, dass in den großen gelben Containern, die überall stehen, ganz, ganz viele Sachen landen, die eigentlich noch super in Ordnung wären, wenn man so kleine Reparaturen vornimmt. Oder aus Stoff, wir haben Nähmaschinen da und aus Stoff wurden dann Tabakbeutel oder Kleider aus dem Free-Shop nochmal umgenäht, sodass sie wieder aufgehübscht werden. Das ist das Repair-Café. Und das andere, der andere Bereich des Handwerks-Space, ist das, die Schnitzwerkstatt mit dem Fred, der die ganze Zeit am Löffelschnitzen ist und den Teilnehmenden vom Herzberg Löffelschnitzkurse anbietet, um einerseits um mal runterzukommen, um zu entspannen und sich mit in so eine handwerkliche Arbeit zu vertiefen. Das ist nämlich ultimativ meditativ, so wie der Fred das anleitet und begleitet, Löffel zu schnitzen, mit denen man dann wieder losziehen kann und kein Plastikbesteck braucht, was man wieder wegwirft, sondern einen wunderschönen Holzlöffel am Ende hat. Das sogenannte Workship ist ein Workshop-Zelt, in dem mit der Open-Space-Methode alles angeboten werden kann, was sich auf dem Herzbergfeld so ansammelt. Und ich habe schon was zur Flake erklärt. Wenn jetzt Menschen Fähigkeiten suchen oder anbieten möchten, dann ist das Workship der perfekte Bereich, um dann in die Tat zu kommen. Das heißt zum Beispiel, steht dann auf der Flake, ich kann einen Permakultur-Einführungsworkshop geben und schwuppdiwupp findet ein Workshop im Workshop statt. Und dann wird das auf die große Tafel geschrieben und dann kommen richtig, richtig viele Leute, die Lust haben zu lernen, wo es sonst auf dem Herzberg für so Workshops und so eine Nummern noch nicht so viel Struktur gibt. Foodsharing auf dem Herzberg-Festival ist das Retten von Lebensmitteln, was bei den Ständen übrig bleiben würde und was die Stände, ohne das zu wollen, wegwerfen müssten, weil die Gesetzeslage so ist. Und wir vom Foodsharing gehen dort vorbei, fragen, ob wir das abholen können, was sie halt wegwerfen würden, um es bei uns anzubieten, dass die Leute sich das kostenfrei abholen können. Ja, unsere Hauptaktionen sind tagsüber eben diese Schnippeldiskos oder Küfas und nachts die Rettungsaktionen von den Ständen. Was 2019 neu auf dem Herzberg war, was wir mit in die Humus Hut eingeflochten haben, ist der Lernpfad zur Wildgestalterin. Und das Herzberg-Festival mit der Humus Hut ist ein festes Modul von dieser Weiterbildung. Diese ganzen Sachen, die wir in der Humus Hut haben, tauchen in dieser Weiterbildung als Seminare auf. Das heißt, auf dem Herzberg haben wir da die Möglichkeit, den Raum zu öffnen und uns selbst organisiert darum zu kümmern, dieses ganze Wissen, was wir über das Jahr sammeln, an Leute weiterzugeben. Und dieses Jahr auf dem Lernpfad hatten wir auf dem Handwerksmodul einen Lehmofen gebaut, den wir mit zum Herzberg-Festival genommen haben, um dort Pizza zu backen und die zu verschenken. So. Ich freue mich mega drauf, auf dem Herzberg sein zu können mit diesen Sachen, die wir da anbieten. Es ist ein riesengroßes Geschenk, das machen zu können und dass die Orga diese Offenheit hat und uns jedes Jahr immer ein bisschen mehr Platz gibt und immer ein paar mehr Freitickets, damit wir wachsen können und mehr anbieten können. Das ist eine super große Chance. Ich merke, dass das total gut angenommen wird und dass die Leute danach lechzen nach so einer Insel von dem Raum, was wir schaffen. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen mit der Herzberg-Orga gucken können, wie können wir diese Kultur, die es auf dem Herzberg gibt, wie können wir die gemeinsam pflegen und mehr den Leuten auch in die Hand geben, sodass es wieder eine große Hippie-Nummer werden kann. Und ja, vielen Dank für das Vertrauen an die Herzberg-Orga und ich freue mich auf nächstes Jahr. 2020 sind wir natürlich wieder am Start. Teilen ist super, klasse, der Knaller. Teilen verändert die Welt. Wenn alle mitgestalten, dann brauchen wir überhaupt kein Geld. Einer für alle, alle für einen. Auf geht's, jetzt packen wir's an. Einer für alle, alle für einen. Auf geht's, jetzt packen wir's an.
Und ich habe mir noch eine zweite Strophe überlegt, mein Freund. Pass auf. Wir teilen aus vollem Herzen für alle. Teilen verbindet dich und mich. Gemeinsam kann's gelingen mit allen, denn einsam sind wir.